Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ihr habt es nicht anders gewollt. Vipers Meerwasser on Tour. Ich bin heute in Böschinghofen. Böschinghofen, ja. Genau, das ist bei Meerbusch, ne? Genau, gehört zu Meerbusch, ja. Das ist die Nadine. Hallo. Ja, ich kenne sie von ihrem Bruder her, vom Sven, den ihr auch kennt. Hier habe ich ja schon mal ein Video drüber gedreht. Da gibt es auch Infos zu, aber nicht heute. Ja, und wir wollen uns heute mal so ein kleines bisschen unterhalten, beziehungsweise anschauen, was du hier so stehen hast. Wie das alles so entstanden ist, warum, weshalb, wieso. Wie bist du zum Meerwasser gekommen, etc. Das ist so der Plan. Und das ist ja das, was euch da draußen auch interessiert. Ja, fangen wir einfach mal grob an. Du hast, glaube ich, damals mit dem Rezi 170 was? Ja, also ganz, ganz am Anfang hatte ich nur ungefähr so die gleiche Größe wie das Reefer, dieses 170er. Hatte ich so ein ganz kleines Becken, das war tatsächlich mein Bruder schuld. Ich hatte nur mal kurz gesagt, ja, ich fände ja so schön irgendwie so ein kleines, ja, vielleicht so ein paar Clownfische rein, Anemone, gar nicht so aufwendig. Ja, kein Problem. Also kannst dir ja vorstellen, wie schnell das ging bei meinem Bruder. Mhm. Ne? Becken rausgesucht, ja, hier, guck mal, super, hier von einem Kollegen. Ja, und so habe ich dann erstmal angefangen, ganz klein, mit diesem kleinen Becken, aber dann hatten wir irgendwann ein Baby, dann wurde mir das alles zu viel und dann habe ich gesagt, nee, komm. Klar, muss man dann Prioritäten setzen. Super lieb, hast mir super viel geholfen, aber ich habe da im Moment keinen Kopf für. Ne? Ja, und dann habe ich das erstmal auf Eis gelegt und dann kam die Corona-Krise. Dann haben wir 2020 mein kleines Reefer gestartet, ein 170er Reefer, total süß, ich habe es über alles geliebt. Und ja, so bin ich halt wieder komplett reingerutscht und hatte das ja war meinen auch Bruder. Das, was ich dann genau kennengelernt habe, was dann. Wir müssen jetzt dazu sagen, wir stehen jetzt gerade hier an der Stelle, wo damals das große Becken vom Sven stand. Das heißt, genau. Sven ist ja hier aus, hat sich sein eigenes Häuschen in Willich gebaut genau. Und du bist hier runtergezogen und hast dich dann hier unten breit gemacht. Also ja, ich wurde hier mit allem infiziert, mit Meerwasser infiziert, dann runtergezogen in die Wohnung, wollte mich dann vergrößern und ja, so passte das dann auch alles. Ne? Sven wollte sich verkleinern, hat das Riesenbecken hier abgebaut. Genau. Dadurch wusste ich natürlich, ich komme gut an schönen Besatz. Ne? Wir haben viel geteilt. Und ja, so war das dann irgendwie eine Riesenaktion. Also, ja, das ist total viel, wenn ich das aushole. Ne? Ja, Sven umgezogen, wir hier unten renoviert, hier unten eingezogen. Du hast ja dann auch noch mitgeholfen. Genau, da war aber dann schon der Reefer. Ja, wir haben ja gefliest, neu gefliest. Und deswegen stand der Reefer schon im Büro. Und dann, als hier fertig gefliest wurde, war die Aktion, als du gekommen bist, dann haben wir das. Was ich allerdings nicht wirklich mitgekriegt habe, war der Übergang zwischen dem kleinen Reefer, also sprich von dem Würfel, zu diesem Becken. Ja, das war, auf einmal fing mein kleines Reefer an zu tropfen. Oh. Und da hatte hinten die Silikonnaht wirklich ein Mini-Loch. Und da stand aber schon der Plan, dass ich mich vergrößere. Und hat der Svenny gesagt, komm, weißt du was, pack deinen ganzen Kram bei mir rein. Wir bauen es ab schon mal. Und so ist dann die Idee entstanden, wir bauen im Büro das neue Reefer auf. Sven macht das Riesenbecken leer. Eine Hälfte in meinen Reefer, der Rest kommt ins neue Haus. Und als dann hier gefliest wurde, Becken rüber, da hattest du dann mitgeholfen. Ja, genau. Ja, kannst du mir noch folgen? Ein bisschen cool. Ja, doch. Aber ich hatte das mit dem Defekt halt nicht. Genau, und deswegen hatte der Sven dann meine Tiere alle auffangen können, zum Glück. Und ja, Reefer, ich habe es tatsächlich ist dann trotzdem bei Rezi geblieben? Ja. Trotz, ich sag es mal, dem... Weil es für mich so einfach ist, damit umzugehen, finde ich. Also ich, ne, mein Bruder hat mir geholfen, alles zu installieren. Der ist halt auch so derjenige, der so mit der Technik sich sehr gut auskennt, der mir dann viel geholfen hat, alles ja, richtig zu installieren. Und ich wusste, genau. Also das ist schon da drüben aufgebaut, drüben hier aufgebaut. Im Büro. Gerettet schon mal, was zu retten war. Genau. Das hier schon mal starten lassen. Ja. Und das sieht ja eigentlich auch, ich sag jetzt mal, ziemlich gut aus. Jetzt muss man dazu sagen, du bist berufstätig. Ja. Du bist Mutter, du bist Hausfrau und dann noch das.
Ja. Also das ist natürlich eine Menge. Jetzt hast du jetzt schon gesagt, du hast mal so Phasen gehabt, wo du gesagt hast, ist mir eigentlich alles zu viel, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Wir alle wissen ja im Endeffekt, wenn man sich richtig reinkniet, dann kann man auch höherwertige Tiere halten, etc. pp. Und genau. Du hast dann irgendwann gesagt, wie war das? Ja, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bösartig an, aber das, was jetzt bei mir überlebt, was jetzt drin ist und was überlebt und sich hält mit meiner Pflege, das bleibt. Ne? Also, du hast dir einen gewissen, ich sag mal, Ansatz gesetzt, nach dem Motto, ich mache so und so viel am Becken, ich nehme es nicht so genau. Und das, was es schafft, schafft es. Und ich würde mal sagen, das ist eine ganze Menge. Ja, also ich mache halt ab und zu mal so nach Bedarf. Wenn ich denke, ach, jetzt ist mal wieder Zeit für einen Wasserwechsel, dann mache ich meine 100 Liter Wasserwechsel. Versorgungssystem hast du das Sangokai? Das Sangokai Basic. Ne, auch tatsächlich auf Empfehlung meines Bruders. Ja, okay, er kommt ja selber aus der Richtung. Genau. Er hat ja zwischendurch mal dann jetzt an dem neuen Becken die Essentials probiert. Ist dann aber auch wieder zurückgegangen zu den zum Sangokai. Nicht, dass es das andere nicht, also dass die Essentials nicht funktioniert hätten, aber. Nee, war der auch zufrieden mit. Ja. Aber er ist wieder zurückgegangen, weil das ist das, was er halt kannte, wo er mit angefangen hat. Genau, ja. Ja. Ja, und ich habe halt, also ich habe immer gefragt, was mache ich am besten? Also ich habe, entweder habe ich dich dann gefragt, auch wenn ich Probleme habe. Ich habe den Daniel, glaube ich, ständig mit irgendwelchen Alles gut. WhatsApp. Dafür sind wir da. Und habe mich einfach ganz strikt an das gehalten, was mein Bruder mir gesagt hat, weil er hat halt die Erfahrung. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Jahre der es mittlerweile macht, auch 12, 13, weiß nicht. Und habe so immer diesen Plan abgearbeitet, habe mich ganz genau an das gehalten, was mir gesagt wurde und so bin ich damit immer gut. Sag mal, das Ergebnis ist ja im Endeffekt auch, jetzt, wie du eben schon sagtest, es hörte sich bösartiger an, als wie es ist. Ja. Wir alle hatten ja sowieso schon hier und da dann die Sachen, einige Sachen halten sich nicht oder bist du nicht mit zurechtgekommen. Jeder hat da seinen Plan, nach dem er vorgeht. Ja. Und du hast deinen Plan und so wie es hier jetzt aufgebaut ist, wächst ja auch alles und gedeiht. Also allein wenn ich mir hier unten diese riesen Chalets angucke, das ist ja Wahnsinn. Also bei mir ist er gerade so groß. Ich hab da ja auch einen kleinen Ableger von ich glaube, den hatte ich von dir, ne? Ich glaube schon, ja. Ja. Den hatte ich von dir. Der war jetzt so groß, der ist jetzt mittlerweile so ein Stück gewachsen. Also die steht bei mir frei, die wird so tellerförmig momentan. Das ist echt ein Monster. Ja, also die ist, die wächst. Wenn die einmal wächst, dann wächst sie. Und ich habe auch lange gesagt, nee, Akroporen, die wachsen bei mir überhaupt nicht. Habe ich kein Glück mit. Hab dann immer mal irgendwie, ich glaube, von dir habe ich mal eine bekommen, dann vom Sven mal eine bekommen. Und ich gesagt, okay, ich probiere es aus. Reingesetzt und ja. Ja, wir haben hier die Gourmesi, glaube ich, hier hinten. Das ist ja sowieso eine, die, ich sag mal, ziemlich robust ist. Ja. Die kann was ab. Ja. Dann haben wir da hinten die klassische Enzmann. Genau. Hier vorne. So, bei den beiden anderen bin ich raus. Ich auch. Ich tatsächlich auch, weil. Hart wachsende Koralle, sieht schön aus, ja, nennt sich Acropora. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, ich blende es mal mit ein. Ich gehe gleich sowieso nochmal durchs Becken. Und dann im Prinzip eigentlich. Ja. Sind wir schon im LPS-Bereich und Anemonen. Genau. Du hast 3 Anemonen hier drin. Sind die alle standorttreu? Tatsächlich ja. Also die bleiben jetzt da, wo sie sind und deswegen, ich kriege sie auch nicht raus. Ich habe versucht, den Freiraum zu lassen, dass die nichts groß beschädigen. Natürlich kommen die mal so ein bisschen an die oder an die Milka, aber das, die steht da eigentlich jetzt so, wie sie steht. Das sind 3 oder sind das? Das sind 2? 3 Stück, ja, es sind tatsächlich 3. Wahnsinn. Es war mal eine, das ist die, ich würde sagen jetzt das Ursprungstier, die sitzt hier in einer Anemonenhöhle, klappt super. Aber wenn die rausgeht, weiß ich, teilt sich, ne? Ja, okay. Kommt das raus, teilt sich und dann, meistens ist es so, ich komme morgens hier hoch und denke, oh. Ja, wo bist du denn schon wieder? Ja, ich finde sie aber super schön. Ich finde, die macht halt so eine schöne Farbe. Die macht definitiv von der Farbe was her. Und ich habe jetzt auch so gesagt, das, was um sie herum wächst, das sind alles Tiere, da kann ich mit leben, dass die mal
an der einen Stelle. Ja, okay. Egomesi da oben, das ist die interessiert das ja nur in den Spitzen, so wie es ausschaut. Bei der Milka müssen wir sowieso keine Sorgen machen. Aber die haben da ihren Platz so gefunden. Genau. Und aktuell steht sie da. Ja. Und es ist schön, wenn es so bleibt. Also es gibt natürlich viele, die sagen, oh nee, um Gottes Willen, wenn die dann mal anfangen zu wandern, no risk, no fun. Ja, genau. Das, ja. Ja, dann haben wir hier so einen Nervenkitzel. Dann haben wir hier so einen wunderschönen großen Ball Euphilia bzw. Acanthophilia ist es ja mittlerweile, ne? Heißen sie. Ich weiß es auch nicht. Ich blende es nochmal unten drunter ein. Golden Nugget. Mhm. Da hast du ein Händchen für, ne? Ja, die immer wenn man es abbricht, dann klebe ich es halt irgendwo wieder fest und jetzt habe ich so mehrere Standorte. Wie bricht da was ab? Ja, wenn so ich, mittendrin. Ach so. Ja, wenn ich jetzt was drin mache. Die ist tatsächlich sehr brüchig. Also ich finde, das Skelett ist... Das heißt, sie wächst auch relativ zügig wahrscheinlich. Dann sehe ich schneller die wachsen, desto brüchiger sind die dann. Aber du hast überall kleine süße Ableger. Ja, genau. Aber ich habe da auch noch eine von. Ja. Bloß bei mir wächst sie nicht ganz so schnell. Ja, krass. Also. Ja, dann hast du ja über die Zeit... haben wir jetzt hier in der Mitte... Mhm. Haben wir eine Euphilia Dragon Soul. Da hattest du auch so ein Riesenmonster von gehabt. Ja. Was ist damit passiert? Ja, also die habe ich tatsächlich gekauft. Die habe ich mir auch wirklich richtig gekauft. Mal nicht so getauscht oder Nachzucht so. Oder Import? Nachzucht meine ich. Das war ein kleiner Polyp. Habe ich auch noch Bilder von, kann ich dir gleich mal zeigen. Ein kleiner Polyp. Und in meinem Reefer 170. Mhm. Und da ist die... da ist sie marschiert. Da war, als ich das damals gesehen habe, da habe ich gesehen, das ist doch Wahnsinn. Mhm. Das Ding wurde riesig. Das ist richtig abgegangen. Das war auch noch so, da mein Bruder hat immer gesagt, ja, meistens halten die nicht lange. Ne? Mhm. Also so die auch so die, war ja so eine Zeit, so die goldenen oder die goldenen, hier die Dragon Soul und wie die alle heißen. Das ist meistens die Problematik, wenn man dann Importe direkt nimmt. Mhm. Weil die Importe halt noch nicht wirklich so an unsere Bedingungen gewöhnt sind. Und wenn es dann tatsächlich, ich sag das mal, Tiere sind, die hier gewachsen sind, die hier schon akklimatisiert sind, was dann davon dann halt ein Ableger ist, das hält. Die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht. Und meine Euphilien, die ich bei mir habe, das sind alles nur noch Nachzuchten. Und seitdem ich das mache, funktioniert's. Mhm. Und ist natürlich auch besser für die Natur. Das stimmt. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, das meiste in meinem Becken kommt durch Tauschen. Also durch... Ja, ich sehe jetzt auch wirklich nicht irgendwo ein Tier, wo ich sagen muss, das müsste definitiv aus der Wildnis sein. Weil es sind alles zu 100% eigentlich teilbare Tiere. Mhm. Ja. Hast du bestimmt auch noch Bilder von? Ja, habe ich. Ja. Blende ich euch damit. Ja, bestimmt 25 Köpfe oder so. Also ja, und dann haben wir die dann auch immer wieder geteilt. Ich habe sie auch fleißig überall verteilt, zum Glück. Ich habe da auch ein Stück von dieses, ja. So ist sie wieder in mein Becken gekommen. Hm. Ich hatte nämlich vor so anderthalb Jahren irgendwas, ich habe keine Ahnung. Erst habe ich gedacht, das liegt an den Tubularien, weil ich konnte wirklich sehen, wie die Tubularien komplett auf der Euphilia, auf den Polypen lagen. Ja, und dann habe ich ja so einige Tipps von dir bekommen, vom Sven bekommen, gebadet, Sip-Dip, was weiß ich, alles Mögliche ausprobiert. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit... Ja, manchmal steckt man einfach da nicht drin. Es tat sich nichts und ich konnte sehen, wie wirklich die Polypen, die kringelten sich, die sahen aus, als wäre die lockig. Hm. Die hatte Locken. Ja, und so ist mir Stück für Stück, Kopf für Kopf die riesige Dragon Soul gestorben. Mhm. Unter anderem daneben saß hier auch die Toxic Green. Da habe ich jetzt auch wieder ein Backup von. und dann sind mir wirklich zwei Riesentiere komplett kaputt gegangen. Die beiden hast du jetzt wie lange wieder drin? Die Dragon Soul, dreiviertel Jahr schon. Also kann man pauschal sagen, das, was damals die Tiere gestört hat, dürfte doch eigentlich dann heute raus. Auf jeden Fall. Ich habe wieder ganz klein angefangen. Ich hatte wieder einen kleinen Polyp von meinem Bruder bekommen. Habe den reingesetzt und gesagt, komm, ich warte erstmal, weil er sagt, schauen wir erstmal, was passiert. Genau. Ne? Ja, okay, in der Hinsicht bin ich ja auch geschädigt. Ich habe ja auch einiges an Euphis verloren, wo man auch nicht wusste, warum, weshalb, wieso. Was hast du falsch gemacht? Ja. Böse Zungen behaupten, das kommt vom Import, das ist irgendein Bakterienstamm gewesen, Kreuzverkeimung, was auch immer. Aber das sind so Sachen, die man selber als normaler Aquarianer nicht wirklich nachvollziehen können. Ich habe dann auch wirklich irgendwann gesagt, so, ich lasse es jetzt. Hm.
Ich lasse alles wieder weiterlaufen. Ich mache meinen Standardwasserwechsel ab und zu, wie ich Bock habe. Ich habe mein Versorgungssystem. Gucke, dass alles immer so einigermaßen gut sauber ist, so wie es halt gerade in mein Zeitpensum passt. Ja. Und ja. Ich sehe, du hast den Rezi-Springschutz hier oben drauf. Ja. Ist der notwendig für den Besatz? Hast du einen Springer drin? Die Zitronengrundel, hat sie gesagt. Die Zitronengrundel? Ja. Und ja, mein 6-Streifen-Lippfisch, der ist ja manchmal ein bisschen, der jagt ja manchmal so ein bisschen. Obwohl jetzt, was jetzt an Besatz dran ist, das passt, das versteht sich. Ne? Und eigentlich so aus Sicherheitsgründen, weil ich es zu schade fände, wenn dann doch mal irgendjemand. Ja, okay, das passt ja auch dann so richtig schön hier drauf. Das ist ja das Originale von Red Sea. Das mit oben mit dem Futterautomat, das funktioniert? Das funktioniert, das rieselt da durch. Ach, du hast Granulatfutter? Ja. Okay, da kann man das natürlich machen. Weil genau. Bei Flockenfutter wäre es natürlich so eine Sache für sich gewesen. Ne? Nee, das würde nicht gehen, ja. Nee, ich habe Granulat. Ja. Dann sehen wir, du hast die Straton hier drauf. Genau. Straton erste Generation. Die erste, ja. Und tut's immer noch? Tut's immer noch. Sieht immer noch schön aus. Hast du damals auch schon oben drüber gehabt, die eine davon, ne? Hatte ich schon über dem 170er und habe mir dann auch die, weil ich die erste Generation eh hatte, noch eine zweite davon dazu gekauft. Und ist sinnvoll. Ja. Tut's immer noch und bist du noch mit zufrieden? Super und zufrieden. Ergebnis sieht man ja im Endeffekt. Ja. Es wächst und gedeiht. Genau. Ja,